Die allerwichtigste Aussage von allem, was bis jetzt gewesen ist, ist diese eine Sache: Das Wort Gottes muss eine lebendige Realität in mir werden. Das ist die Antwort auf Freiheit von Angst. Und das ist auch die Antwort für Freiheit von allen anderen Dingen, die der Feind in unser Leben bringen will, an Bedrückung, Entmutigung, Verzweiflung, Hoffnungslosigkeit oder Sündenketten. Die Antwort ist immer die gleiche. Das Wort muss in unserem Herzen eine Realität werden. Und die Bibel gibt sehr präzise Anweisungen, und wir haben schon einige davon gehört, was notwendig ist. Und weil das der Hauptpunkt ist, machen wir an der Stelle noch ein bisschen weiter. Lass uns noch einmal zu Jakobus Kapitel 1 gehen. Da waren wir schon mal und haben gesehen, dass das Wort Gottes Kraft hat, unsere Seele zu erretten. Das heißt, unsere Seele in den Zustand zu bringen, in den Segen zu bringen, den Jesus uns durch das Kreuz erworben hat. Ja? Du siehst beim Teaching von Paulus, auch bei Petrus siehst du das, immer zwei Schwerpunkte. Das ist, was der Herr getan hat, und das ist, was wir als Antwort jetzt tun, um in das hineinzukommen. Diese beiden Anteile müssen wir vor Augen haben, und in denen müssen wir bleiben. Wir brauchen klares Verständnis vom Werk der Erlösung, und wir brauchen ein klares Verständnis, was jetzt unsere Reaktion ist, unsere Verantwortung. Und das liegt in unserer Verantwortung, dass aus diesem Wort Gottes, das wir lesen in der Bibel, wirklich Geist und Leben wird. Und das wirkt der Heilige Geist, und er wirkt es dann, wenn wir unseren Teil tun. So, Jakobus Kapitel 1 sagt nicht nur, dass das Wort Kraft hat, unsere Seele zu erretten, sondern in den nächsten Versen, und die schauen wir uns jetzt an, wird auch gesagt, wie das passiert. Seid aber Täter des Wortes und nicht bloß Hörer, die sich selbst betrügen. Täter des Wortes. Das reicht nicht aus, zu hören, sondern die Frage ist ja, okay, was sind jetzt die Konsequenzen? Welche Schlüsse ziehe ich daraus? Was mache ich jetzt damit? Und wir werden gleich sehen hier, er hat eine ganz spezielle Vorstellung von, was Täter des Wortes bedeutet. Natürlich, die erste Bedeutung ist, das Wort sagt, du sollst nicht stehlen. Alles klar, ich bin Täter des Wortes, ich höre auf zu stehlen. Simpel. Ja? Das ist schon mal ein guter Anfang. Ne? Oder du sollst nicht lügen. Okay, bis jetzt habe ich immer Lügen benutzt, um mich durchzumogeln. Jetzt ist fertig damit, weil Gott sagt, nee, das geht nicht mehr. Das passt nicht zu seinem Wesen, zum Leben im Reich Gottes. Ja? So, die erste Ebene oder die erste Vorstellung von Täter des Wortes ist, das Wort sagt, tu A, dann tue ich A. Fertig. Aber jetzt, Jakobus bringt noch eine ganz, ganz interessante andere zusätzliche, das heißt nicht die erste Alternative, ist jetzt nicht mehr gültig, die ist gültig und damit fängt es an, aber jetzt kommt das zweite dazu, und das ist schon eine sehr spezielle Sichtweise von, was Täter des Wortes ist. Jetzt erklärt er das, Vers 23, wer nur Hörer des Wortes ist und nicht Täter, der gleicht einem Mann, der sein natürliches Angesicht im Spiegel anschaut. Also hier wird ein Bild, er gleicht einem Mann, also ein Bild, ein Gleichnis wird jetzt hier gegeben. Ein Mann schaut in den Spiegel, er betrachtet sich und läuft davon und hat bald vergessen, wie er gestaltet war. Okay, das ist... Das ist ein Gleichnis, ein Bild für den, der nur Hörer ist. Ja? Natürlich im alltäglichen Leben, besonders für Männer, ist das kein Problem. Man guckt schnell in den Spiegel, Haare sitzen und ab geht's ins Büro. Ja? Guck mal, wie genau das Wort Gottes ist. Da steht nicht eine Frau, weil die steht lange vorm Spiegel und macht alles und muss alles irgendwie passen und so, ne? Also du siehst, wie lebensnah, wie real das Wort Gottes ist. Ja? Nicht ein Mensch, ein Mann. Ja? Nun kann man sagen, ja, das ist jetzt nicht so eine Tragödie, wenn ich vergessen habe, wie ich aussehe. Ich kann ja noch mal in den Spiegel gucken. Davon hängt auch nicht wesentlich mein Alltag ab. Aber das ist ja nur ein Bild. Ein Bild für einen geistlichen Vorgang. Und jetzt wird dasselbe nochmal erklärt ohne Bild. Ja, aber es wird erklärt, was ist einer, der nur ein Hörer ist und der sich selbst betrügt. Ja? Vers 25. Wer aber hineinschaut in das vollkommene Gesetz der Freiheit, also was im Gleichnis der Spiegel war, ist jetzt auf einmal das Wort Gottes. Und das Wort Gottes hat hier einen interessanten Titel, das vollkommene Gesetz der Freiheit. Was für ein herrlicher Titel. Und da ist auch ganz gewiss Freiheit von quälender Angst mit eingeschlossen, weil Freiheit ist Freiheit. Freiheit von Sündenketten, von Pornografie oder Zorn oder was auch immer und genauso auch Freiheit von der Geißel der Angst. Wer da hineinschaut, und jetzt kommt der Unterschied zu dem Mann, der kurz nur reinguckt und weg ist er, ja, und darin bleibt. Bleiben ist der Schlüssel. Wir hatten das schon mal, Johannes 8,31, wenn ihr an meiner Rede bleibt. Dann fangen diese wunderbaren Dinge an zu wirken. Ja? Und hier auch bleiben. Was heißt bleiben? Ja? Das, was wir da bekommen haben im Wort Gottes, das bleibt bei uns im Alltag, in der Situation. Es ist etwas, was wir aufgenommen haben und wir nehmen das mit in den Alltag. Ja? So stell dir vor, wir hätten jetzt wirklich Zeit verbracht im Wort Gottes und wir sehen, wir sind in der Hand Gottes und niemand kann uns aus dieser Hand Gottes rausnehmen. Und dann kommt der Alltag und dann kommt die Panikattacke oder was weiß ich, die Angst. Und die Angst, was will die Angst sagen? Was ganz Schlimmes passiert und das hast du nicht unter Kontrolle. Vielleicht wirst du gleich dir schwarz vor Augen, vielleicht fällst du gleich um, vielleicht passiert irgendwas ganz Schlimmes mitten beim Autofahren, auf einmal dumm bist du weg und dann kollidierst du noch mit einem anderen Auto und machst einen riesen Schaden und so weiter. Und es ist einfach so, die Angst inspiriert deine Fantasie. Und du siehst dich schon im Autounfall, du siehst schon die riesen Blutlache und du siehst schon das Ganze. Das ist, was die Angst macht. Sie initiiert und belebt und inspiriert deine Fantasie. Und dadurch wird das Ganze noch realer. Weiß hier irgendjemand, wovon ich spreche? Ja, so ist es, ihr Lieben. Ja. Aber das, was uns da vorgeführt wird in unserem innerlichen Bild, ja, das ist ja alles Lüge. Das ist ja nicht die Wahrheit. Und wenn wir es schaffen würden, weil wir so die Gegenwart Gottes aufgenommen haben und mit reinnehmen in den Alltag, dann würden wir sagen, halt, stopp, was sagt das Wort Gottes? Ich bin in seiner Hand. Gott ist in Kontrolle, nicht der Teufel, nicht die Angst, nicht die Umstände, nicht andere Menschen. Gott ist in Kontrolle. Ich bin immer noch in seiner Hand und niemand wird mich aus seiner Hand reißen. Dann habe ich eine Grundlage, um zu sagen, das ist alles Quatsch. Ich widerstehe dem. Das ist die Wahrheit und das ist nur eine lügenhafte Fantasie. Ich habe einen Grund, auf dem ich stehen kann, um das andere zu verwerfen. Wenn ich nichts anderes habe, dann wird die Angst so real und wird so mächtig und sagt, guck, wie du dich fühlst und du bist total unsicher und gleich wird dir der Boden unter den Füßen weggezogen und alles Mögliche passiert. Du hast nichts zum Widerstehen. Aber wenn das in dir ist, dann merkst du ganz deutlich, das ist die Realität, die Gegenwart Gottes, die Treue Gottes und das ist ein Angebot von außen. Das bin nicht ich. Das will mir nur sagen, das passiert mit mir. Aber ich sage, nee, 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 nee. Mir geschieht, wie geschrieben ist. Mir geschieht das, was das Wort sagt. Das ist die Wahrheit. Und auf der Grundlage der Wahrheit kann ich Lüge Lüge nennen und kann die Lüge wegschicken und sagen, nicht mit mir. Verstehst du das Prinzip? Wenn du nichts hast, auf dem du ruhen kannst, du bist dem hilflos ausgeliefert. Aber wenn du was hast, was gesund ist, was tragfähig ist, was stabil ist, ja, und das ist das Wort Gottes und was Gott über dich sagt, dann kannst du wieder stehen. Vielleicht am Anfang immer noch mit schlotternden Knien, aber du bist nicht mehr manipulierbar, du triffst nicht mehr Entscheidungen gemäß der Angst. Ja? Und das ist ja, wo die Angst hin will, die will uns dahin bringen, dass wir sozusagen ferngesteuert werden. Ja? Ich kann mich gut erinnern, wie wir zum ersten Mal, also nachdem ich selber durch diese Dinge gegangen bin, da hatten wir eine liebe Schwester, die ist beim Arzt gewesen und hat furchtbare Angstzustände und konnte gar nicht mehr aus dem Haus gehen und war nur in ihrer Wohnung gefangen. Und die hat sich bekehrt dann und dann sind wir mit ihr diese Dinge durchgegangen. Und dann ist eine Festung nach der anderen gefallen. Und das letzte war dann, also vorletzte war, dass sie sich überwunden hat und fing wieder an, Auto zu fahren. Hatte schon lange nicht mehr Auto gefahren, weil sie so riesen Angst hatte. Ja. Und dann haben wir gesagt, okay, der Herr ist mit dir, es geht. Es ist nur ein Gefühl, was dich abhalten will. Und du baust jetzt auf Wahrheit und nicht auf Gefühle. Also hier ist der Schlüssel, fahr los, du fährst jetzt. Und das erste Mal mit schlotternden Knien. Aber sie ist gefahren. Sie hat nicht mehr gehorcht, die Angst sagt, wenn du fährst, du machst einen schlimmen Unfall. Das ist Lüge. Und sie hat die Lüge genannt und sie konnte wieder stehen und fing an, wieder Auto zu fahren. Dann blieb noch eine Festung übrig, sie konnte nicht links abbiegen. Das war für sie der absolute Horror, links abbiegen. Und dann ist sie immer so gefahren, hat einen Stadtplan, da gab es auch keinen Navi, Stadtplan immer so, wie muss ich fahren, damit ich ja nicht links abbiege. Ja? Du fährst Umwege. Das ist, was die Angst mit dir macht. Die führt dich nicht den geraden Weg, es sind immer Umwege, es ist immer Zeitverlust, Kraftverlust, es ist eine Beraubung. Angst beraubt deine Lebensqualität. Und dann hat sie gesagt, ja, ich kann nicht links abbiegen. Ja, Moment mal, du kannst alles, was Gott dir sagt und wozu Gott dich befähigt. Und auf welcher Grundlage behauptest du, du kannst nicht links abbiegen? Und sie hat gemerkt, das ist ja eine Lüge. Irgendwas sagt mir, links abbiegen ist total schlimm, ich kann nicht links abbiegen. Ich sage, brich diese Lüge. Ja, Lügen, die wir geglaubt haben, müssen gebrochen werden durch Erklärungen. Es reicht nicht aus, dass du das Richtige denkst, du musst es sprechen. Das ist total wichtig. Du musst aussprechen, dieser Lüge glaube ich nicht mehr. Das ist eine Lüge, das ist nicht die Wahrheit. Die Wahrheit ist, ich kann. Weil Gott mich befähigt und weil Gott in mir ist und weil Gott in mir diese Begrenzung nicht akzeptiert, deswegen akzeptiere ich diese Begrenzung auch nicht und ich kann. Und auf dieser Grundlage haben wir gesagt, okay, fahr los und bieg links ab, immer links abbiegen, immer rum. Und dann kommt die Erfahrung, es geht, es funktioniert. Ich bin nicht mehr in dem Gefängnis, ich muss nicht mehr der Angst gehorchen, ich tue jetzt, was ich will und nicht, was die Angst will. Und diese Frau wurde komplett freigesetzt und ist heute noch, das ist Jahrzehnte her, ist heute noch dankbar, wie wir ihr geholfen haben, wieder ein normales Leben zu führen. Die Angst will dir bestimmte Dinge verbieten. Und wenn das Dinge sind, die total normal sind, die im Willen Gottes sind, akzeptiere diese Verbote nicht. Und sag, ich bin Kind Gottes, ich bin befreit und ich tue das, was ich für richtig halte und nicht, was die Angst mir diktiert. Und dann können wir im Glauben, sicherlich am Anfang zum ersten Mal mit schlotternden Knien, ja, macht nichts, Hauptsache wir tun's. Ja, und dann tun wir es wieder und tun wir wieder und beim 15. Mal schlottern die Knie nicht mehr und wir wissen, es geht. Gott ist mit mir, ich kann tun, was normal ist, was richtig ist, was dem Willen Gottes entspricht und ich muss nicht mehr Begrenzungen akzeptieren. Und die ganze Grundlage von dieser Freisetzung ist, zu bleiben im Worte Gottes, hineinzuschauen. Ja, das ist was ganz anderes, als jeden Morgen deine Kapitelbibel zu lesen. Ein Vers, ja, wie zum Beispiel, ja, niemand wird dich aus meiner Hand reißen. Ja, oder andere Verse über die Treue, den Schutz Gottes, über seine Hilfe und seine Aufmerksamkeit. Ja. Die Lüge will dir sagen, Gott kümmert sich nicht. Gott kennt dich gar nicht. Die anderen ja, aber dich doch nicht. Guck doch mal, was für einer du bist und was du alles gemacht hast. Ja. Und wir müssen das durchbrechen und müssen ein inneres Bild bekommen. Wir sind besonders. wir sind wertvoll, wir sind im Fokus von Gott. Ja, wir haben ja dieses Jahr das schöne Wort, der Herr, der dich sieht, Gott, der dich sieht. Ja? Und wie guckt er auf dich? Der hat so viel falsch gemacht und ich schätze, der macht schon wieder was verkehrt. Ich muss mal genau hingucken, da wird es aber was geben. Nein, so sieht Gott nicht auf dich. Er ist ein Vater mit Wohlwollen, mit Freundlichkeit. Er freut sich über dich. Das ist, wie Gott dich sieht. Du bist wertvoll. Du bist wertvoll in seinen Augen. Er wartet am Morgen, dass du kommst und sagst, Papa, hier bin ich. Ich bin so froh, dass ich dich habe und dass du mein Gott bist. Er wartet darauf. Und bitte, 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 sprich deine Gebete hörbar. Du musst deine Gebete hören. Ja? Wenn Druck kommt, wenn Bedrückung kommt, wenn Anklage und Verdammnis kommt, das Erste, was wir tun wollen, wir wollen unsere Gebete denken. Widersteh dem Impuls, sprich. Das heißt nicht, du musst laut schreien, aber du musst dich hören. Das ist total wichtig. Ja? Der Herr sagt in Hohelied, lass mich deine Stimme hören. Und es dauert wirklich viel Mühe und Stunden und Zeit und reingucken ins Wort, bis du glauben kannst, Gott empfängt dich mit offenen Armen und er freut sich über dich. Weil du bist gewohnt, dich zu identifizieren mit deinem Charakter und mit den Dingen, die du getan hast. Und da gibt es nicht viel zu freuen. Ist das so? Ja. Und wir messen das Maß unserer, wie wir geliebt werden, anhand unserer Taten. Und da gibt es eben viele Minustaten. Und da kommt nicht mehr viel Glaube bei rum, wie geliebt wir sind. Ja? Und wir müssen lernen, uns zu sehen, wie Gott uns sieht. Und er schafft es. Das ist sein Wunder. Ja? Er kann zwischen dir als Person und deinen Taten und falschen Entscheidungen und Kompromissen trennen. Und er sagt, ja, meine Tochter, mein Sohn, ja, ich freue mich. Und wenn wir das tief genug inhalieren und genießen und in dieser Annahme zu Hause sind, mein Papa im Himmel hat ja gesagt zu mir und er wird es nie wieder ändern, dann kommt der nächste Schritt. Und hör mal, da sind ein paar Dinge, darüber müssen wir mal reden und die werde ich dir beibringen. Das hört auf, weil ich dich lieb habe. Nicht als Strafe, nicht als Knüppel, sondern weil es für dich besser ist, wenn diese Unarten aufhören. Ob das Zorn ist oder ob das Manipulierbarkeit durch Angst ist oder ob das Pornografie ist, das spielt überhaupt keine Rolle. Gott sagt, ich habe dich lieb, aber diese Dinge werde ich dir abgewöhnen. Ist das gut? Ja. Sind wir damit einverstanden oder sagen wir, nee. Wenn wir uns wirklich bekehrt haben, dann wollen wir von Herzen den Willen Gottes tun. Und dann sind wir froh für jedes Ding, was wir loswerden, was nicht dem Wesen und dem Wort Gottes entspricht. Gott kann diese Trennung machen. Und übrigens, unsere Beziehungen werden an Qualität enorm gewinnen und wir werden Segen erleben in der Gemeinde, wenn wir anfangen, einander so zu begegnen. Du bist wertvoll. Und Gott hat ja gesagt zu dir. Und du bist ein wunderbarer Mensch. Und da gibt es ein paar Dinge, wo Gott noch dran arbeiten wird, bei mir und bei dir. Ja? Was wir im Natürlichen tun, wir nehmen die Minuspunkte und das ist die Begründung, warum wir eine Person ablehnen. Und Gott ist nicht so. Und wir sind seine Nachahmer und wir sind auch nicht so. Okay? Ganz simpler Trick, wie wir Harmonie und Frieden in die Gemeinde kriegen. Indem wir Nachahmer Gottes werden und diese Liebe Gottes lernen. Ja? Und deswegen können wir auch für verkehrte Menschen dankbar sein und sie segnen und sagen, Gott sieht sie anders, als wir sie sehen. Das heißt nicht, Gott macht alle Augen zu und sieht die schlimmen Dinge nicht. Aber auf der Grundlage der Annahme können dann diese Dinge behandelt werden. Andernfalls haben wir die Idee, ich muss erst anders werden und dann liebt Gott mich. Und das wird nie funktionieren. Das ist Erpressung. Das ist, was du als Kind erlebt hast, dass du Liebe für Wohlverhalten gekriegt hast, beziehungsweise Ablehnung als Bestrafung für Dinge, die du falsch gemacht hast. Und das ist eines der schwersten Dinge, unser Herz zu überzeugen. Gott sieht uns anders. Da ist sein großes Ja in Christus. Guck mal, Römer 5, Vers 9. Gott beweist seine Liebe darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Was hast du dazu beigetragen, dass Gott zu dir Ja gesagt hat? Gar nichts. Und das müssen wir uns immer wieder mal vor Augen führen, ja, weil wir so schnell in dieses Leistungsdenken kommen und denken irgendwie, die Liebe Gottes hängt jetzt von meinem Wohlverhalten ab. Das ist aber nicht so. Gott ist Liebe und Gott hat dich lieb. Und Gott liebt dich genauso heftig und intensiv, wie er Adolf Hitler geliebt hat. Was? Das kann ja wohl nicht sein. Doch, genauso ist das. Weil die Liebe Gottes hat nichts mit Wohlverhalten zu tun. Adolf Hitler ist in der Hölle, ganz klar. Aber Gott hat Liebe für ihn gehabt. Und wenn du das glauben kannst, dann kannst du auch glauben, dass Gott Liebe für dich hat. Weil seine Liebe nicht abhängig ist von, du machst alles richtig. Und auf dieser Basis der Annahme, der Sicherheit, der Geborgenheit, dieses ewige, nie wieder rückgängig zu machende Ja, können wir uns verändern. Sonst wird Heiligung ein Stress. Und du kommst in dieses Ding rein, du musst das und das und das machen und du musst dich da und da verändern und dann am Ende wird Gott dich lieben. Das ist die Mohrrübe vor dem Esel. Der kann so schnell laufen, wie er will, er wird es nicht einholen. Es wird nicht funktionieren. Annahme, Sicherheit, Geborgenheit, Identität, Gott lächelt, Gott hat Freude an mir. Und auf dieser Grundlage können wir neues Verhalten einüben. Und das sagt sich so leicht, aber das kostet dich Stunden und Stunden des Nachsinnens über Wort Gottes. Und der einfachste Weg ist, du sprichst das Wort, du erklärst es Gott, du sagst ihm, das ist die Wahrheit. Und ich glaube jeden Buchstaben hiervon. Und alles in mir, was dem nicht zustimmt, mache ich zu meinem Feind. Ich rotte das aus. Das ist, was David sagt. Jeden Morgen mache ich die Lügner zum Schweigen, bringe ich die Lügner zum Schweigen. Ganz schön radikal. Ja? Ist er da durch seinen Palast gegangen? Ganz bestimmt nicht. Ja? Das ist eine geistliche Aktion. Und da sind Lügner, Lügenstimmen in dir. Und die bringst du zum Schweigen. Wie? Durch Wahrheit. Du setzt der Lüge die Wahrheit entgegen und verpflichtest dich und erklärst, das glaube ich. Das ist die Wahrheit, das ist wirklich, wie Gott mich sieht, das ist die Realität und ich mache mich damit eins. Und alles, was immer sagt, na, ich weiß nicht, das ist ein bisschen zu positiv, bringe ich zum Schweigen. Ich ersäufe die widersprechenden Stimmen in der Flut des Wortes Gottes, die ich in meine Seele ergießen lasse. Ist das gut? Ja. Das bedeutet, Täter des Wortes zu sein. Hineinzuschauen in das vollkommene Gesetz der Freiheit. Ja? Das ist das Evangelium, das ist das Wort Gottes. Vollkommenes Gesetz der Freiheit. Nichts zwingt dich, nichts hindert dich, nichts hält dich auf, nichts hat Macht über dich, keine Sucht, kein gar nichts. Du bist frei, das Richtige zu tun. Du bist frei, im Wort zu leben und zu gehorchen. Du bist befreit, in das Wesen Christi umgestaltet zu werden. Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Glaube, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Das heißt, du bist in Kontrolle. Nicht die Angst sagt dir, oh, da auf der Straße kommt dir jemand entgegen, der ist mit dir böse, wechsel die Straße oder bieg irgendwie ab. Du sagst, wenn der mit mir Probleme hat, ich bin bereit, alles in Ordnung zu bringen, was von meiner Seite da ist. Ich weiche nicht aus, ich laufe nicht mehr weg. Wer Angst hat, läuft weg und hat ein Vermeidungsverhalten. So wie ich früher Angst hatte vor dem Zahnarzt und bin jahrelang nicht zum Zahnarzt gegangen. Das ist keine kluge Idee. Irgendwann kommst du zur Besinnung und sagst, lieber jetzt ein kleiner Schmerz, als nachher noch ganz große Schmerzen. Ja? Wenn er dir alle deine verfaulten Zähne rausruppen muss. Ja? Vermeidungsverhalten ist im Moment eine Erleichterung, aber für einen hohen Preis. Und der Preis ist zu hoch. Lieber jetzt das kleine unangenehme Übel anpacken, als nachher ein großes unangenehmes Übel zu haben, dem du nicht mehr ausweichen kannst. Das ist eine realistische Sicht vom Leben. Und Angst will immer vermeiden. Und wir sind nicht mehr unter der Geißel der Angst. Wir bestimmen selber. Und wenn das Wort Gottes sagt, das ist richtig, dann tun wir das. Und wenn die Angst sagt, oh nee, bloß nicht, wir hören nicht mehr auf die Angst, sondern wir tun das Richtige. Und noch etwas ganz, ganz wichtig vor dem Tun. Und das ist hier im Vers 26. Wenn jemand unter euch meint, fromm zu sein, seine Zunge aber nicht im Zaun hält, sondern sein Herz betrügt, dessen Frömmigkeit ist wertlos. Du musst unbedingt deine Art, wie du sprichst über dich, über dein Leben, in Einklang bringen mit dem Wort Gottes. Du kannst nicht sagen, ja, da stehen die wunderbaren Dinge im Worte Gottes, ja, aber wenn es dann darauf ankommt, rede ich wieder die alte Sprache. Ich bin hässlich, ich bin dumm, ich kann nichts, ich bin nichts, aus mir wird nichts, ich bin hässlich und was weiß ich bin ein ewiger Sozialhilfeempfänger, aus mir wird nie was. Das geht nicht. Dann machst du all das, was du vorher investiert hast, mit dem Schauen in das vollkommene Gesetz der Freiheit wieder zunichte. Du betrügst dein Herz. Das ist ein interessanter Gedanke. Unser Herz ist naiv. Unser Herz ist bereit, alles zu glauben, was du dem erzählst. Du prägst dein Herz. So ist überhaupt dein Herz in den Zustand gekommen. Die Eltern haben gesagt, du bist nichts, du hast nichts, du kannst nichts, du wirst nichts, du bist hässlich, warum bist du nicht wie deine Schwester oder wie dein Bruder oder warum nicht dies und guck damit die anderen an, du bist nicht normal. Lauter solche negativen Dinge haben wir gehört. Und weil das von den Eltern kam oder meinetwegen auch von Lehrer oder irgendwelchen Autoritätspersonen, als Kind, wir haben das alles für bare Münze genommen. Und dann wundern wir uns 20 Jahre später, wir können uns selber nicht anschauen im Spiegel und wir hassen uns, weil wir gehört haben von Leuten, die uns wichtig waren, du bist hässlich. Und da gibt es die Kuriosen, ich habe Menschen in der Seelsorge gehabt, junge Mädchen, gerade jetzt neulich eine, ja, Teenager, bildhübsches Mädchen, die könnte auf Titelseiten stehen, ja, und sie denkt, die ist hässlich. Das ist doch nicht normal. Wo kommt denn das her? Ja? Etwas, was man sich selber einredet oder hat einreden lassen und das hält man jetzt fest. Und deswegen musst du deine Sprache ändern. Und wenn Gott sagt, du bist wunderbar gemacht, dann bist du wunderbar gemacht. Ja, aber meine Nase ist nicht zu lang, ist zu lang. Oder mein dies oder mein das oder jenes. Hallo, Gott hat dich wunderbar gemacht. Wer bist du, ihn zu kritisieren? Und Schönheit kommt von innen. Das hat sich schon rumgesprochen. Das hat nichts mit Schminke zu tun. Das hat was mit zu tun. Ich weiß, wer ich bin. Ich bin geliebt. Und Gott ist für mich und ich ruhe in ihm. Das ist Schönheit. Und nicht irgendwie an Äußerlichkeiten rummachen oder sogar noch rumschnippeln oder irgendwelche Sachen. Das ist alles Blödsinn. Ja? Manche Frauen, die sind so von dem Frauenideal, was durch irgendwelche Mode und Laufstegs und Zeitungen und Zeitschriften geprägt wird, dass sie sich nicht ausstehen können, weil sie diesem Ideal nicht entsprechen. Und die müssen raus aus diesem Gefängnis. Die müssen raus aus dieser falschen Prägung. Und wenn ich so wäre wie die, dann wäre ich ja was. Dein Wert besteht darin, dass Gott sagt, du bist wertvoll. Und das ist, was Gott sagt im Alten Testament und im Neuen Testament. Du bist teuer erkauft. Ja? Der Wert einer Ware wird gemessen an dem Preis. Okay? Für dich wurde der höchste Preis bezahlt. Das Blut Jesu. Gott zeigt darin, dass du ihm wichtig bist. Das hat nichts mit deinen Errungenschaften zu tun, mit deinem Schulabschluss oder sonstige Leistungen, die du in dieser Gesellschaft gebracht hast. Das hat einzig und allein mit seinem Herzen zu tun. Und er sagt, du bist wertvoll. Und wenn er sagt, du bist wertvoll, dann bist du wertvoll. Und dann hör auf, dem zu sagen, nein, ich bin nichts, ich bin nur ein elender Wurm. Hör mit diesem Blödsinn auf. Du bist kostbar, du bist wertvoll. Ja, schau in den Spiegel und sag, ja, das bin ich, Kind Gottes, geliebt, geschätzt, ausgestattet, befähigt zum Herrschen, das bin ich. Ja, wie fühlst du, wenn du morgens in den Spiegel guckst? Guter Test. Ja? Das kommt auch morgen noch an. Gott sieht uns anders als wir selber. Und wir schauen so lange in den Spiegel des Wortes, bis wir die Realität sehen, bis wir das genießen können. Wir sind herrlich gemacht, wir sind wunderbar gemacht. Das ist, was Gott über uns sagt. Wir sind ein Gedanke seiner Liebe, seiner Kreativität. Ja, und wir müssen nicht uns irgendwelchen gesellschaftlichen Standards unterwerfen und sagen, ja, wenn wir so sind, ja, oh, mir tun diese armen Frauen leid, die da an ihrem Körper rumschnippeln lassen, weil sie das Gefühl haben, dann endlich sind sie in ihren oder in den Augen von anderen akzeptabel. Das ist doch krank. Das ist total krank. Ja. So, wir werfen diese verkehrten Vorstellungen und Anforderungen, die die Gesellschaft an uns stellt, wir werfen das über Bord. Ja. Und sagen, nee, ich lasse mich nicht in dieses Schema pressen. Ja, das ist vielleicht ein größeres Frauenproblem als ein Männerproblem, aber grundsätzlich, wir alle brauchen das. Dass wir uns sehen, wie Gott sieht und dass wir sagen, ich bin froh, dass ich bin. Nicht im Sinne von, und nicht wie die Blödmänner da vorne, sondern so hat Gott mich gemacht und ich bin total einverstanden. Ich mäkel nicht rum. Ich schaue in den Spiegel und sage, ja, das ist gemeint. Wir sind zufrieden, wir sind dankbar und wir preisen Gott für sein Werk in unserem Leben. Halleluja. Und wir hüten uns, dass wir nicht mit der alten, negativen, zerstörerischen Sprache all das, was wir erarbeitet haben, an neuer Sichtweise wieder kaputt machen. Wir können mit einer negativen Redensweise das Herz betrügen. Und das sollen wir nicht. Das ist nicht gut. Dann reißen wir alles wieder runter, was wir da aufgebaut haben. Und deswegen zügeln wir unsere Zunge und wir reden das über uns, was Gott sagt. Wir sind fähig, wir sind angenommen, wir sind geliebt. Halleluja. Und Gott hat zu uns Ja gesagt, als wir, ich meine, jeder Neubekehrte nach einem halben Jahr kann doch sagen, ich bin heute in einem besseren Zustand als zur Bekehrung, nicht wahr? Oder gibt es irgendjemanden, der das nicht sagen kann? Ja. So, wenn am Anfang, wo du nichts zu bieten hattest, Gott Ja gesagt hat zu dir, und das ist der Gott, der seine Meinung nicht ändert, dann ist er heilfroh über die paar Schritte, die du schon gegangen bist. Er sagt, da fehlen noch ein paar und hoffentlich gibt es ein bisschen mehr Gas irgendwie in Zukunft. Aber Gott hat dich angenommen, so wie du warst. Die Bibel sagt, als wir seine Feinde waren. Da gab es nichts in uns, was uns liebenswürdig gemacht hätte, außer sein Vaterherz, der sagt, ich weiß, wenn sie zu mir kommen, wenn sie auf mich hören, wenn sie mir gehorchen, dann entdecken sie solche gewaltigen Schätze im Leben und ich will, dass sie kommen und ich will, dass sie rauskommen aus all diesen finsteren Dingen von Ablehnung und Selbsthass und was weiß ich, was da alles ist. Und besonders sehe ich das heutzutage in der Jugend. Wie die lechzen nach Anerkennung, wie die lechzen nach der Liebe des Vaters und so groteske Dinge tun, nur damit sie akzeptiert sind. Ja? Das ist doch krank. Du kaufst dir neue Jeans und dann musst du die aufschneiden und musst da Löcher reinmachen oder du kaufst gleich welche mit Löcher. Ja? Weil alle in der Schule haben Jeans mit Löcher und wenn du eine normale Jeans hast ohne Löcher, dann bist du nicht in. Warum unterwirfst du dich diesem Diktat? Das ist doch krank. Oder bestimmte Mode oder bestimmte Label. Ja? Es darf nicht nur eine Jeans sein, es muss die mit dem orangen kleinen Schildchen da hinten sein. Ja? Und wenn du eine Billig-Jeans hast, dann bist du nicht in. Es ist doch krank, sowas. Und lass uns krank nennen, was krank ist und sagen, wenn mein Wert davon abhängt, dass ich die richtige Jeans habe, ja, oder einen richtigen Rucksack mit dem richtigen Label oder was, dann tun mir die Leute leid, die mich akzeptieren wegen des richtigen Labels. Ich weiß, ich bin geliebt für was ich jetzt bin und ich muss mich nicht irgendwelchen Modevorschriften oder Dogmen unterwerfen. Das ist doch alles Quatsch. Das ist doch alles Blödsinn. Aber das ist die Welt. Und die tun die grässlichsten und schrecklichsten und verrücktesten Dinge, um ein bisschen Anerkennung zu haben. Ich meine, hier vielleicht nicht so, aber in Berlin gibt es die S-Bahn-Surfer. Ja? Das sind junge Jungs, die turnen an der S-Bahn draußen rum und fahren mit dem Zug mit. Und das sind nicht wenige, die sich zu weit rausgelehnt haben und da kommt der Signalmast und klatscht. Und dann sind sie dahin. Aber warum machen die das? Die machen ein Video von sich, wie sie da am Zug hängen und so und hallo und machen ein Video von sich, stellen das ins Internet und die Kumpels sagen, boah, der hat aber Mut, boah. Für ein bisschen Bewunderung riskieren die ihr Leben oder klettern oben auf den Zug und dann kommt der Lichtblitz oder wie heißt das, Lichtbogen und die verkohlen. Für ein bisschen Anerkennung. Das ist doch nicht normal, das ist doch krank. Die Welt ist krank. Und was ist ihr Problem? Annahme, die Liebe des Vaters fehlt. Und sie tun die schrecklichsten Dinge, um ein bisschen Anerkennung zu bekommen. Mehr Menschen sterben durch Selfies als durch Haiangriffe. Ja. Wobei der Unterschied besteht. Den Haiangriff kannst du vielleicht nicht unbedingt verhindern, aber das Selfie könntest du verhindern. Ja. Das ist doch, diese Welt ist krank und sie lechzt nach Liebe. Und hier haben wir sie gratis und kostenlos. Nur ein bisschen investieren, ein bisschen Disziplin, ein bisschen Priorität, ein bisschen den Daumen benutzen, Fernseher ausmachen, Bibel aufschlagen, komm, Heiliger Geist, und ins Wort gehen. Und der Lohn wird riesig sein. Schon nach Monaten wirst du handfeste Veränderungen erleben und zwackst dich in den Arm. Bin ich selber oder träume ich? Ja. Das Wort hat Kraft, deine Seele zu verändern. Aber nur, wenn du dem Wort Raum gibst, wenn du erlaubst, dass das Wort so in dir wirken kann. Okay? Das ist, was es bedeutet. Wie Paulus sagt, das Wort in sich wohnen lassen. Kolosser 3,16, lasst das Wort reichlich in euch wohnen. Ja? Viele, viele Christen lassen das Wort sonntags für eine halbe Stunde zu Besuch kommen. Und da gehen sie raus und denken und reden und handeln genauso wie vorher, als wenn es keinen Gott gäbe, als wenn es keine Vorstellung gibt, wie Gott will, dass wir leben wollen. Sie schauen dieselben Filme, sie haben dieselben Amüsements, sie machen alles genauso wie vorher, wie ihr ungläubiger Nachbar. So etwas kann nicht funktionieren. Das ist nicht, was die Bibel sagt. Das ist nicht der Lebensstil, den wir lernen sollen, damit Gott uns segnen kann. So, um das geht es. Zeit frei zu machen für das Wort Gottes. Und wir schauen hinein und wir lernen diese Kunst des Nachsinnens. Im Hebräischen hat das ganz viel zu tun mit Sprechen, mit Murmeln, vor sich hin murmeln. Ja, wir sprechen das Wort immer wieder, wir sprechen das Wort. Wir sprechen es zu Gott. Wäre auch nicht verkehrt, ab und zu mal, nicht primär, aber ab und zu mal auch dem Teufel zu sagen, was los ist. Redest du mit dem Teufel? Ja, nicht so große Zustimmung. Jesus hat mit dem Teufel geredet, ja, ist das so? Ja, natürlich, hat ihm gesagt, es steht geschrieben. Merkt ihr das? Das ist die Wahrheit. Ja, ist ihm gekommen mit dem Wort Gottes. Ja, und wir machen das Gleiche. Wir erklären Gott, wer wir sind. Und bitte sag nicht, ja, das weiß er doch schon, das muss ich ihm doch nicht sagen. Es geht nicht um ihn, es geht um dich. Ja, Gebet verändert nicht Gottes Herz, Gebet verändert dein Herz. Ja? Und wir sprechen das Wort zu Gott mit Dankbarkeit, mit Zuversicht, mit Begeisterung, weil wir unser Herz geprägt haben wollen durch das Wort Gottes. Und das ist, was der Heilige Geist benutzen wird, um uns zu verändern, um uns zu segnen. Ich möchte gerne mit euch noch einmal zurückgehen zu Psalm 112. Das war eines der ersten Verse, die wir hatten, wo es um Angstfreiheit geht, vor bösem Gerücht, Vers 7, vor bösem Gerücht fürchtet er sich nicht. Sein Herz vertraut fest auf den Herrn, sein Herz ist getrost, er fürchtet sich nicht, bis er seine Lust an seinen Feinden sieht. Das heißt also ihre Niederlage und darüber sich von Herzen freuen kann. Aber wer ist er? Wer ist der Mann, der solche Segnungen erlebt? Nun, das steht im ersten Vers. Wohl dem, der den Herrn fürchtet. Und danach kommen nur lauter Beschreibungen seiner Segnungen. Ja, wohl dem, der den Herrn fürchtet, der große Freude hat oder Gefallen hat an seinen Geboten. Wo wir schon gleich sehen, Furcht des Herrn hängt zusammen mit Freude an den Geboten Gottes. Das haben wir vorhin schon ein bisschen angeschaut, indem wir nachdenken über den Sinn und den Segen der Gebote Gottes, bekommen wir Freude. Freude an den Geboten. Solange du denkst, Mann, Gebote ist was Schweres, ist was Unangenehmes. Und je weniger ich höre von Gebote, umso freier fühle ich mich. Hast du noch eine völlig verkehrte weltliche Mentalität. Und du denkst, Gebote engen dich ein. Aber du brauchst die Freiheit. Das heißt also, dich engt gar nichts ein. Das ist ein vollkommen verkehrter, heidnischer Freiheitsbegriff. Freiheit ist nicht, du kannst tun und lassen, was du willst. Freiheit ist, du darfst das Richtige wählen. Du darfst das tun, woran Gott sich freut und was dir Segen bringt. Das ist die Freiheit. Wir sind befreit zum Gehorsam. Wenn unterm Strich in deinem Glaubensleben nicht mehr Gehorsam herauskommt, dann hast du einen verkehrten Glauben. Da muss unterm Strich Gehorsam herauskommen. Und zwar in den ganz praktischen Dingen, was du redest, was du denkst, was du fantasierst, welche Entscheidungen du triffst, wie dein praktisches Leben aussieht und so weiter und so weiter. Die Endsumme ist Gehorsam. Das ist, worum es geht. Und Gehorsam ist ein Aspekt von eben dem, was die Bibel Furcht des Herrn nennt. Der Mann, der den Herrn fürchtet, der große Freude an seinen Geboten hat, der hat diese Segnung, unter anderem eben, was ich gelesen habe, Vers 7 und Vers 8. Er ist nicht mehr manipulierbar durch Angst, er herrscht. Halleluja. Sprüche 14, 26. In der Furcht des Herrn liegt ein starkes Vertrauen. Und ich habe es ein paar Mal gesagt, die Antwort auf Angst ist Vertrauen. Ja? Und wir wollen lernen, Gott zu vertrauen. Also kümmern wir uns um die Furcht des Herrn. In der Furcht des Herrn, Sprüche 14, 26, liegt ein starkes Vertrauen. Und es gibt viele Leute, die ihre Bibel nicht kennen und sie sagen, Furcht des Herrn, das ist ein alttestamentliches Thema. Wir sind jetzt im neuen Bund und wir sind frei und das hat nichts mit Furcht des Herrn zu tun. Dann gebe ich dir den Rat, nimm mal deine Konkordanz und schau mal Furcht des Herrn, Gott fürchten, Furcht Gottes. Und du wirst erstaunt sein, wie viele Schriftstellen im Neuen Testament es gibt zu diesem Thema. Und das ist ein vorrangiges Thema für dein Glaubensleben im Alten und im Neuen Testament. Und wenn du einmal ein Bibelstudium gemacht hast über die Furcht des Herrn, dann wird sich dein geistlicher Wunschzettel, was du meinst, was du alles bräuchtest, wird sich radikal verändern und du verstehst, alles, was ich je mehr träumen könnte, hat zu tun mit der Furcht des Herrn. Ich brauche nicht 20 Dinge, ich brauche eins, die Furcht des Herrn. Und das ist eine Gesinnung, so wie sie Jesus hatte. Das ist die Furcht des Herrn. Ich tue alle Zeit, was dem Vater gefällt. Das ist die Furcht des Herrn, das ist die Gesinnung Jesu, zum Wohlgefallen Gottes zu leben. Und da ist ein bedeutender Unterschied zwischen der Liebe Gottes und dem Wohlgefallen Gottes. Das ist ein wesentlicher Unterschied. Und wenn du den nicht kennst, dann aber ab ins Wort und studier das. Ja? Und das ganze Ziel von der Lehre von Paulus war, dass sie lernen, Gott zu gefallen. Nicht als ein Mittel, um von ihm angenommen zu sein, sondern auf der Grundlage der Annahme, jetzt ein Lebensstil zu führen in der Art und Weise, in der Gesinnung Christi. Ich tue alle Zeit, was dem Vater gefällt. Das ist das höchste Ziel unseres Lebens. Das ist Anbetung. Das ist der wirkliche Gottesdienst, zur Ehre Gottes zu leben und ihn erfreuen zu wollen. Und heute sind Leute so weit weg von diesen biblischen Realitäten und sie finden so etwas gesetzlich und sie machen furchtbare Lehren, dass das irgendwie Sklaverei ist und dass wir das nicht brauchen und wir müssen nicht danach trachten, Gott zu gefallen. Das kommt alles daher, dass diese Leute, egal wie berühmt sie sind und was für Bestseller sie schreiben, sie kennen das Wort Gottes nicht. Punkt, fertig, aus. Egal wie berühmt sie sind und was sie für Bestseller schreiben, ja. Du kannst das niemals begründen aus der Bibel, dass das jetzt nicht mehr notwendig ist, Gott gefallen zu wollen. Das ist der Ausdruck unserer Wertschätzung ihm gegenüber. Das ist das Herz des Glaubens. So, lass uns noch einen anderen Anmarschweg gehen, um wieder zu dem gleichen Resultat zu kommen und nochmal vor Augen zu führen, wie die Reihenfolge ist. Wir gehen zu Sprüche Kapitel 2. Und wenn du schon ein paar Teachings von mir gehört hast, dann weißt du, was jetzt kommt. Und ich hoffe, du bist klug genug, nicht abzuschalten und zu sagen, kenne ich schon, habe ich schon gehört. Sondern hörst nochmal ganz neu. Sprüche Kapitel 2. Und das beginnt mit einer interessanten Struktur des Textes. Dreimal steht da, wenn du. Damit fängt es an. Wenn du. Ja? Dann wird Gott etwas tun. So, wer fängt an? Wir fangen an. Nach dem vollendeten Werk auf Golgatha sind wir jetzt dran und müssen gucken, was machen wir eigentlich so? Was bewegt uns? Was sind unsere Werte? Was ist uns wichtig? Warum entscheiden wir uns für das, wofür wir uns entscheiden? Was sind unsere Prioritäten? Paulus sagt, Epheser 5,15, seht genau zu, wie er wandelt. Guck dir mal an, was du so machst. Guck dir mal an, was den ganzen Tag in deinem Gehirn da oben abläuft. Guck dir mal an, was für ein Zeug du dir im Fernsehen anguckst. Und beschreib das mal im Gebet, die Inhalte, nicht die ganze Handlung von diesen blödsinnigen Serien und den ganzen Sachen, einfach nur den Inhalt. Beschreib das mal Gott. Da kommt aus deinem Mund und sagt, so ein Zeug gucke ich mir an. Hallo. Und wir wollen da ganz fair sein und ganz gerade sein. Und wir wollen Dinge nennen, wie Gott sie nennt und nicht irgendwie verharmlosen oder irgendwie netter machen oder so. Da fällt mir eine Episode ein aus Jüngerschaft. Ich mache Jüngerschaft mit einigen Leuten und leite sie an und präge sie und helfe ihnen, den Lebensstil im Reich Gottes zu entwickeln. So. Da war die Maßgabe bei einem bestimmten jungen Mann, okay, ein Abend pro Woche, neben deinen morgendlichen Gebetszeiten, ein Abend pro Woche reservierst du, um tiefer zu gehen im Wort Gottes. Wo du studierst, vielleicht dir eine Predigt anhörst, Bibelstudie machst, wo du ins Wort, einen ganzen Abend pro Woche, einmal die Woche. Okay? Ist ja nicht schwer bei 7 Tagen die Woche. Ne? Und wenn man nur 2 oder 3 Gemeindeveranstaltungen hat, ist ja nicht schwer. Ja? Die Woche hat 7 Tage, wissen wir. Ja, so, da ist noch genügend Platz, um einen Studienabend unterzubringen. Ja, das ist die Theorie. Und dann ist wieder unser Termin und ich sage, und, wie sieht's aus, was ist mit dem Studienabend? Ja, es hat nicht geklappt. Ich sage, erklär mir, wer es ist. Wir neigen dazu, immer so schöne, allgemeine Floskeln zu verbreiten, hinter denen wir uns verstecken, um wo für uns, um vielleicht für andere, wenn der dumm genug ist, darauf reinzufallen, nicht erkenntlich wird, wer verantwortlich ist. Es hat nicht geklappt. Ja, böses Es, das ist aber nicht richtig. Ja? Aber so schnell lasse ich mich nicht in das Licht führen. Ich sage, ja, was hast du denn stattdessen gemacht? Statt Studienabend. Das ist ja ein fester Termin, den hast du dir ja gesetzt. Was hast du denn stattdessen gemacht? Dann druckst du da so rum, ja, wir haben Serien geguckt. Und weil wir über Zoom machen und der mein Gesicht sieht und sieht schon, wie meine Augenbrauen nach oben gehen, ja, sagt er, aber nichts Verwerfliches. Ich sage, aha. Also Serien ohne Sexszenen, ohne verbale und physische Gewalt, ohne Verfluchen, Verwünschen und Aggression und ohne alle diese ganzen Sachen. Da sagt er, naja, das schon nicht. Ich sage, guck mal, das ist dein Problem. Gott sieht die Sachen so und du willst sie mir so verkaufen. Das ist dein Problem. Du redest deine Sünde schön. Sag doch, ich habe mich dem Fleisch hingegeben und das Fleisch giert und geiert danach zu sehen, wie andere sündigen. Und ich habe meinem Fleisch nachgegeben. Nenn's doch mal, wie die Bibel es nennt. Das ist ein kleiner Tipp für die Seelsorge. Bring denjenigen, denen du helfen willst, dazu, biblische Begriffe zu gebrauchen. Weil wir haben so schöne, nette, allgemeine Begriffe, um zu tarnen, wie schlimm das ist. Ja? Christen wollen heute, ja, da bin ich eine Beziehung eingegangen. Ich sage, kannst du das mal in Bibelsprache packen? Ich habe mir die Sünde der Unzucht erlaubt. Das ist ja schon eine ganz andere Geschichte. Da weckt sich das Gewissen wieder auf. Beziehung, ja bitteschön, wir alle haben Beziehungen. Ja? Das ist ein guter Tipp für Jüngerschaft. Bring ihm bei, das Ding beim Namen zu nennen. Das ist übrigens, was die Bibel sagt, Homologio, dasselbe sagen wie, mit Gott übereinstimmen. Nenn das Ding, wie Gott es nennt und nicht, wie es nett klingt. Also, wo waren wir denn? Bei Sprüche 2. Dreimal wenn du. Also wir sind dran. Und wenn wir unseren Teil tun, dann tut Gott seinen Teil. Das hat nichts damit zu tun, dass wir was erarbeiten müssen, dass wir jetzt leisten müssen, dass wir irgendwie bezahlen müssen für unsere Erlösung oder unsere Annahme oder irgendwas. Das hat nichts damit zu tun. Es hat einfach damit zu tun, Gott hat ein wunderbares, komplettes Werk der Erlösung durch Golgatha vollbracht. Und um die Segnungen, die da jetzt da sind für uns, die auf uns warten, in unser Leben zu kriegen, müssen wir Schritte gehen. Gott ist nicht dran, wir sind dran. Verstehen wir das? Ja. So sind die Briefe von Paulus. Guck die Epheserbriefe an, 3 Kapitel, was ist Erlösung? Und dann geht's los, was wir zu tun haben. Ja? Und auch bei Petrus findest du das in einem seiner Briefe, in den im ersten Kapitel, diese Zweiteilung. Das ist das Werk der Erlösung. Und deswegen, sagt Petrus, wendet jetzt allen Fleiß auf. Und jetzt geht ihr Schritte. Und eins führt zum anderen. Und es fängt an mit Fleiß. Das heißt, regelmäßig kleine Dinge tun, Gott anbeten, dankbar sein, im Wort sein, das Wort lernen, das Wort bekennen, das Wort aussprechen, hineinschauen ins Wort, erlauben, dass das Wort unser ganzes Denken durchgeht und durchprägt. Und alle, wenn das Licht kommt, werden erstmal die ganzen Lügen und der ganze Müll, der da oben gespeichert ist, offenbar. Und dann siehst du erstmal, wie notwendig das ist, wirklich hineinzukommen ins Wort Gottes. Bei vielen oder bei manchen Leuten ist das so, sie merken überhaupt nicht, welchen Quatsch sie denken und fantasieren und träumen den ganzen Tag. Aber wenn sie ins Wort gehen und anfangen, mit dem Wort so zu leben, die Bibel sagt, der Eingang deines Wortes bringt Licht. Dann geht da oben das Licht an und sagst du, meine Güte, es ist ja nicht zu glauben, was ich da alles für ein Zeug denke. Ja, und das kann alles durch das Wort Gottes ersetzt werden. Halleluja. Jeder negative Gedanke, jeder Furchtgedanke, jede Selbstbestrafung, jede Selbstablehnung, Selbstverachtung und all diese Dinge, das ist alles etwas, was kontraproduktiv ist und das muss alles raus. Und das Böse wird mit Gutem überwunden. Also jetzt gucken wir uns die drei Wenns an und dann gucken wir uns an, was dann. Wenn du meine Worte annimmst, meine Gebote bei dir bewahrst, hast diese Hingabe, ja, Gott ist Gott, Gott hat Recht, ich habe nicht Recht. Das Wort darf Richter sein, es hat den obersten Platz und es darf meine Gedanken, meine Entscheidungen, meine Werte, meine Gefühle bewerten und richten. Da geht es nicht darum, dass wir verurteilt werden, sondern das Licht, das Wort Gottes beurteilt, bewertet unsere Gedanken. Darum geht es. Und wir treten auf die Seite der Wahrheit und sagen, so will ich und so kann ich und so darf ich nicht mehr denken. Das hört auf. Sodass du der Weisheit dein Ohr leihst und dein Herz der Einsicht zuwendest. Das ist diese ganze Haltung von Demut. Ich brauche Hilfe, ich kann es nicht alleine, aber Gott ist da und er will mir all das geben. Wenn du um Verständnis betest und um Einsicht flehst, wer fleht um Einsicht? Der davon überzeugt ist, dass er keine hat. Wer sagt, was willst du? Bei mir alles picobello, ich habe alles im Griff. Alles klar auf dem sinkenden Schiff. Ja, meinetwegen. Ja. Aber das ist nicht, was das Wort Gottes sagt. Wir sind bedürftig. Reich Gottes fängt mit den Seligpreisungen an. Selig sind, die geistlich arm sind. Du bist arm, ich bin arm, aber er ist reich. und dann sind wir ein gutes Team. Ja, und sein Reichtum gehört mir. Und ich will, dass sein Reichtum in mein Leben kommt. Und ich rede nicht von Euros oder so etwas, ja, sondern von Schätzen, die viel, viel wichtiger sind. Wenn du um Einsicht flehst, wenn du sie suchst wie Silber und nach ihr forscht wie nach Schätzen. Hier ist das bildlich gesprochen, was Petrus sagt, Fleiß. Graben, suchen, forschen, studieren und hineingehen ins Wort Gottes und das mit dem Heiligen Geist. Und er soll dich leiten und er wird dir Zusammenhänge zeigen. Er wird dir beibringen, wie die Bibel erklärt. Und du kriegst vom Heiligen Geist wunderbare Parallelstellen. Und da ist die Stelle, die dir nicht ganz klar ist. Und der Heilige Geist gibt dir eine andere Stelle. Und im Licht dieser zweiten Stelle verstehst du die erste Stelle. Da lernst du Dinge, die findest du in keinem Buch. Das ist so wichtig, dass wir vom Heiligen Geist geleitet werden. Nicht von unserem Verstand und schon gar nicht von einem religiösen Geist. Ja? Und das stellen wir sicher, indem wir die Wahrheit lieben und die Wahrheit haben wollen. So, da ist dieser Lebensstil. Ins Wort gehen, investieren, Zeit investieren, suchen wie Silber, nach erforscht wie nach Schätzen. Das hat was mit Zeit, mit Intensität, mit Dranbleiben, mit Beharrlichkeit zu tun. Lies mal oder guck dir mal Geschichten an von Schatzgräbern, was die für einen Aufstand machen, was die investieren, um den Schatz zu finden. Das ist unglaublich. Jahrelange Vorbereitung, die investieren eine Menge und die bleiben dran und die sind beharrlich und sagen, wir wollen das Ding finden und wir tun alles, was notwendig ist, um diesen Schatz zu finden. So. Das ist der Lebensstil im Worte Gottes. Dreimal wenn. Und jetzt kommt das glorreiche Dann. Vers 5. Dann wirst du die Furcht des Herrn verstehen. Halleluja. Das redet nicht davon, dass du eine Predigt über Furcht des Herrn gehört hast, hast mitgeschrieben, kannst die 5 Punkte wiederholen, hast du sogar auswendig gelernt und kannst anderen erklären in 5 Punkten, was die Furcht des Herrn ist. Das kannst du machen ohne diesen Vorspann. Wenn es hier heißt, dann wirst du die Furcht des Herrn verstehen, dann bekommst du ein Herz, das Gott fürchtet. Dann fängt dieser Prozess an, dass dein Herz umgestaltet wird und du lernst, Gott zu fürchten. Das hat was mit deinen Prioritäten zu tun, mit deiner Hingabe, mit was du wirklich liebst und wie du mit den Dingen Gottes übereinstimmst. Ja, dass du betest, Herr, lehre mich zu lieben, was du liebst, lehre mich zu hassen, was du hast. Das ist die Grundlage, das ist die Furcht des Herrn. Ja? Und wenn die Furcht des Herrn kommt, was dann? Dann kommt die Erkenntnis Gottes. Halleluja, die Erkenntnis Gottes. Und natürlich, Erkenntnis ist gemeint von im Geist zu erkennen. Das hat nichts mit einem intellektuellen Konzept zu tun. Ja, ich kann sagen, Gott ist allmächtig, Gott ist allwissend, Gott ist allgegenwärtig. Schön runtergesprochen, aber das hat keine Kraft, dir Ehrfurcht und Hingabe und Bewunderung und Dankbarkeit zu vermitteln. Das sind einfach nur Dinge im Kopf. Aber es muss eine Realität werden in deinem Herzen. Gott ist Geist und Gott wird nur durch Geist erkannt. Du brauchst den Heiligen Geist, um das Wesen Gottes, das Herz Gottes zu erkennen. So, wir sehen hier diese Reihenfolge, Hingabe an das Wort, Furcht des Herrn, Erkenntnis Gottes. Und dann, das können wir woanders dann weitermachen, Erkenntnis Gottes. Warum ist Erkenntnis Gottes so wichtig? Das ist die Tür, die aufgeht für Gnade. 2. Petrus, Kapitel 3. 2. Petrus, Kapitel 3, der letzte Vers, Vers 18. Wachst dagegen in der Gnade und in der Erkenntnis unseres Herrn und Retters Jesus Christus. Ihm sei die Ehre, sowohl jetzt als bis zum Tag der Ewigkeit. Amen. Wachst in der Gnade. Das heißt, eure Fähigkeit, sich übernatürlich beschenken und ausstatten zu lassen, soll zunehmen. Das ist gemeint mit Wachsen in der Gnade. Und wenn du Menschen helfen willst, in der Seelsorge, in Jüngerschaft, du brauchst Gnade. Du brauchst Gnade. Sonst weißt du die richtigen Dinge, weil du ein paar Bücher gelesen hast und klatscht dir das um die Ohren, aber das wird nicht funktionieren. Das wird nicht funktionieren. Ja. Du brauchst göttliche Gnade, ist übernatürliche Kraftausstattung. Das ist Gnade. Du brauchst von Gott geschenkteweise unverdient Fähigkeit, ein Segen zu sein. Erstmal selber gesegnet zu sein und ein Segen zu sein für andere. Und hier steht, wachs in der Gnade und in der Erkenntnis. So, wenn du nur diesen Vers hast, du könntest denken, er redet von zwei verschiedenen Dingen. Er redet davon, du musst wachsen in der Gnade, aber du musst auch wachsen in der Erkenntnis Gottes. Das ist nicht, was er meint. Was er meint ist, das Zweite erklärt das Erste. Du wächst in der Gnade, indem du wächst in der Erkenntnis Christi. Ja, aber hier steht zwei Dinge, wachsen in der Gnade und in der Erkenntnis. Na gut, dann gehen wir mal zum Anfang des zweiten Briefes von Petrus. Gnade und Friede, Vers 2, Gnade und Friede werde euch mehr und mehr zuteil, wie in der Erkenntnis Gottes. Wie kommt mehr Gnade? Indem du Gottes Herz, Gottes Wesen, seine brillante Weisheit, seine Haltung, das Gute zu lieben, das Böse zu hassen, dem Stolzen zu widerstehen und dem Demütigen Gnade zu geben. Das sind wesentliche Eckpunkte des Herzens Gottes. Wenn wir das verstehen, das wird unseren ganzen Umgang untereinander, das wird das Thema Gemeindezucht ganz neu aufrollen, wenn wir verstehen, dem Stolzen müssen wir widerstehen, weil Gott widersteht ihm. Und dem Demütigen müssen wir Gnade geben. Und wir werden im Geist erkennen, wer ist wirklich demütig und wer ist total stolz und tut, dass er demütig wäre. Das ist ein Riesenunterschied, ihr Lieben. Und wir müssen das lernen, im Geist zu erkennen, welche Herzenshaltung ein Mensch hat. Weil dementsprechend werden wir ihm begegnen. Gott begegnet Menschen auf zwei Art und Weise. Dem Stolzen widersteht er. Das heißt, ich höre nicht mal deine Gebete. Ich habe keine Gemeinschaft mit dir. Mein Herz sehnt sich nach dir, aber solange du in dieser Haltung bist, kann ich dich nicht beschenken. Aber dem Demütigen gibt er Gnade. So, Gott hat, wenn du so willst, zwei Gesichter. Um welches er sich dir zeigt, entscheidest du. Ich weiß nicht, welches Gesicht von Gott du haben möchtest, aber ich möchte einen Gott haben, der mir Gnade erweist, der mich beschenkt, der mich segnet, der mir hilft, der mit mir ist, der mich verändert. Okay, Gott sagt, prima, dann lerne Demut. Lerne Demut. Und ein wesentlicher Aspekt von Demut ist, sich etwas sagen zu lassen von unvollkommenen Menschen. Hallo, da waren wir schon an dem Punkt. Das ist ein wesentliches Merkmal von Demut. Dass wir nicht unter dem Vorwand, die Verpackung gefällt uns nicht, den Inhalt ablehnen, sondern sagen, ja, der Bruder hat auch noch seine Baustellen, aber was er hier sagt, die Ermahnung trifft zu und ich beuge mich und ich erkenne das an und ich sage, ja, bitte bete für mich, ich brauche da Veränderung. Das ist ein klares Zeichen von Demut. Und genauso ein klares Zeichen von Stolz ist, wer bist du? Was hast du mir zu sagen? Das erlebe ich leider sehr oft, sogar mit Worten ausgedrückt. Hier im Westen, wir sind ein bisschen zivilisierter, aber im Prinzip genau das Gleiche. Aber drüben im Osten, die sind viel offener mit Worten. Und dann hörst du, wenn du dann mit Menschen sprichst und du musst jemanden ermahnen, wer bist du, dass du mir sowas sagen kannst? Ich sage, eine gute Frage, die möchte ich jetzt beantworten. Ich bin dein Bruder, der dich lieb hat. Und ich habe dich so lieb, dass ich nicht zulassen werde, dass du weiter diesen Weg der Zerstörung und der Selbstzerstörung gehst. So, jetzt haben wir geklärt, wer ich bin. Jetzt kommen wir zurück zum Thema, nämlich dein Problem. Ja, so rede ich mit Menschen. Das habe ich aus keinem Buch gelernt. Aber es leitet sich ab aus der Idee, Gott widersteht dem Stolzen und dem Demütigen gibt er Gnade. Und Nachahmer Gottes heißt, wir lernen, mit Menschen so umzugehen, wie Gott mit ihnen umgeht. Das ist ja Nachahmer. Wir sollen ja seine Liebe nachahmen. Ist das so? Da haben wir viel zu lernen. Aber Gott ist geduldig und er ist mit uns. Halleluja. So, hier sehen wir, dass mehr Gnade kommt durch mehr Erkenntnis von Christus. Ja? Siehst du das aus diesem Vers? Ich bin bei 2. Petrus, Kapitel 1, Vers 2. Gnade und Friede werde euch mehr und mehr zuteil, wie in der Erkenntnis Gottes und unseres Herrn Jesus. Und dafür sind die Evangelien uns gegeben, dass wir sehen, wie hat Jesus reagiert. Viele, viele Gemeinden zum Beispiel trauen sich nicht über das Thema Jesus und die Pharisäer zu lehren. Weil da ist Jesus so unhöflich und so schroff und so lieblos und so komisch. Also das passt nicht in unsere Vorstellung von Liebe rein. Wir denken, Liebe ist nett zu sein. Steht nirgendwo in der Bibel. Das ist gar nicht Neues Testament. Das ist ADAC, seid nett zueinander. Aber das ist nicht Bibel. Ja. Jesus war nicht nett, er war Liebe. Und die Liebe hat manchmal dazu geführt, stolze Menschen wirklich massiv zu konfrontieren. Nicht aus Ärger, nicht aus Wut, aus Enttäuschung, in der Hoffnung, die mögen vielleicht aufwachen und können was lernen über sich selber und gehen in sich und sagen, recht hat der Mann. Ja. Wir haben ein falsches Verständnis von Liebe. Liebe hat gar nicht so viel mit Gefühlen zu tun, wie wir uns das vorstellen. Neulich habe ich mit einer Neubekehrten gesprochen, ganz frisch, außer Esoterik. Und ich habe irgendwas Positives gesagt über ihre Ehe, der Mann ist noch nicht errettet. Und ich sage, er wird sich bekehren durch die Liebe, die durch dich fließt. Du wirst lernen im Heiligen Geist, deinen Mann zu lieben wie nie zuvor. Und er wird sich bekehren. Und sie sagt, das ist ja gerade das Problem. Ich weiß gar nicht, ob ich ihn liebe. Merkst du was? Falsches Verständnis von Liebe. Als wenn das Liebe irgendwas mit Gefühlen zu tun hat. Liebe ist ein Befehl. Und Gott gibt die Gnade dazu, dass du lernst, deinen Mann zu lieben. Und das fängt damit an, ihn zu respektieren. Und nicht an ihn rumzunörgeln und ihn wie einen Doofmann vorzuführen vor allen anderen. Und ihn schlecht zu machen und runterzumachen und verächtlich zu reden. Ja? Sondern das hat was mit Respekt zu tun. Das hat was mit Hingabe zu tun. Inklusive Ehebett. Mehr möchte ich jetzt nicht darauf eingehen, weil das nicht unser Thema ist. Aber da könnte man viel drüber sagen. Hallo. Ja? Wenn die Bekehrung einer Frau sich nicht darin äußert, dass sie mehr sexy wird im Ehebett, dann hat da irgendwas mit der Bekehrung nicht hingehauen. Oder mit der Lehre über, wie jetzt Ehe gelebt wird. Ja, hallo. So ist es. Da können die Junggesellen ruhig auch mal zuhören. Also kommen wir nochmal hier zum Text zurück. Ja? Mehr Gnade durch Erkenntnis von Jesus. Und wenn das noch nicht genug ist, 1. Petrus. Wo ist es? 1. Petrus, Kapitel 1, Vers 13. Setzt eure Hoffnung, zweiter Teil dieses Verses, ganz auf die Gnade, die euch zuteil wird in der Offenbarung Jesu Christi. Wie kommt Gnade? Indem wir durch den Heiligen Geist Offenbarung über das Herz, über das Wesen Jesu bekommen. Und das habe ich vorhin nicht zu Ende ausgeführt. Dafür haben wir die Evangelien, dass wir ein Bild haben von Jesus. Wie hat er sich verhalten? In welchen Situationen? Wie hat er sich den Kranken und Elenden erbarmt? Und wie und warum hat er den stolzen Pharisäern, die alles richtig wussten und die mit ihm nichts anzufangen wussten und ihm nicht akzeptieren wollten, wie hat er sich verhalten? Die Evangelien sind ein Heiliggeistgemälde von Jesus. Besonders Johannes Evangelium, wir sehen sein Herz, seine Motivation, sein Verlangen, wer er ist, warum er gekommen ist und worum es ihm überhaupt geht. Und wenn wir durch den Heiligen Geist auf der Grundlage des Wortes Jesus sehen, kommt mehr Gnade in unser Leben. Das ist, was Jesus gesagt hat. Ja? Wir sollen seine Herrlichkeit sehen. Warum? Wenn wir seine Herrlichkeit sehen, das ist Johannes 17, 24. Wenn wir seine Herrlichkeit sehen, dadurch werden wir verändert, sagt Paulus. 2. Korinther 3, 18. Wir schauen die Herrlichkeit Gottes an mit aufgedecktem Angesicht und werden so verändert. Wir werden verändert, indem wir Jesus sehen. Und der Heilige Geist ist gekommen, um Jesus groß zu machen. So nutzt deine Gebetszeiten. Heiliger Geist, zeig mir Jesus. Was heißt das eigentlich? Manche von euch haben noch nie im Leben gebetet. Johannes 17, 24. Herr, du willst, dass ich deine Herrlichkeit sehe. Zeig mir, was das bedeutet. Wie funktioniert das? Wie sehe ich deine Herrlichkeit? Was soll ich tun? Komm, Heiliger Geist, bring mir das bei. Das war ein Herzensanliegen von Jesus. Und ihn zu lieben heißt doch, seine Sachen sind mir jetzt wichtig. Das ist doch Jesus lieben. Ja? Was ihm wichtig ist, soll jetzt mir auch wichtig sein. Und dann fangen wir an zu beten. Wie Mose gebetet hat, wie David gebetet hat, zeigt mir deine Herrlichkeit. Und das ist sein Wesen, sein Charakter, seine außerordentliche Persönlichkeit. Und je mehr wir ihn sehen, umso mehr werden wir ihn lieben. Weil du kannst nicht jemanden lieben, ob das Gott ist oder ein Mensch, den du nicht kennst, ist unmöglich. Um jemanden zu lieben, musst du sein Herz kennenlernen. Du musst verstehen, was bewegt ihn, was ist ihm wichtig, was liebt er, was hasst er, was für Vorlieben hat er, worum geht es in seinem Leben. Das ist, was der Heilige Geist uns mitteilen will. Also die ganze Reihenfolge ist, Hingabe an das Wort führt zur Furcht des Herrn führt zur Erkenntnis Gottes führt zu Gnade, sprich Segnungen, sprich Freisetzung, sprich unsere Identität in Gott und die Fähigkeit, unsere Berufung zu finden und zu leben. Das ist die Kette. Nochmal zum Mitschreiben, Hingabe an das Wort führt zur Furcht des Herrn. Furcht des Herrn führt zur Erkenntnis Gottes. Erkenntnis Gottes führt zu mehr Gnade. Das ist dein Programm für die nächsten Jahrzehnte. In Kurzform. Das sind die Stufen. Das ist, wie unser Glaube wächst und unser Glaube vollendet wird. Und Freiheit von Angst ist nur ein, hör zu, ein unvermeidbares Abfallprodukt auf diesem Weg. Das geschieht ganz nebenbei. Unser großes Ziel ist nicht, von Angst frei zu werden. Unser großes Ziel ist, Jesus ähnlich zu werden. Und alle Sündenketten und alle Geißeln und alle Werke der Finsternis, wie Angst zum Beispiel, erledigt sich auf dem Weg. Weil wir die Wahrheit erkennen und die Wahrheit macht uns frei. Es ist nicht so kompliziert, wenn wir erstmal diese Linie verstehen und verinnerlichen und sagen, okay, an dieser Linie entlang entwickle ich jetzt mein geistiges Leben. So fange ich an zu beten, so fange ich an zu studieren. Nicht, weil ich irgendwie intellektuelles Wissen haben will und kann dann erzählen, ja, die Station und der ersten Missionsreise von Paulus und die zweite und die dritte. Du kannst alles erzählen, was du willst. Wenn das nicht dein Charakter formt, dein Herz formt, ist es nur sinnloses Bibelwissen, womit du andere, die auch keine Ahnung haben, beeindrucken kannst. Aber es bringt dir gar nichts. Keine Veränderung, keine Freisetzung, keine Fähigkeit, Gott zu verherrlichen mit deinem Leben und andere in die Freiheit zu führen. Das ist der Weg. Gar nicht so schwer. Aber um das zu leben, wirst du Jahre und Jahre brauchen. Wenn du denkst, okay, prima, das klingt jetzt ganz toll, ich probiere es. Hau ruck, ich hau rein. Und das mache ich jetzt bis Donnerstag. Und dann werde ich mich beschweren und schreibe E-Mails, ich habe es probiert, es hat nicht funktioniert. Ja? Wie neulich hat mir einer geschrieben, irgendwo habe ich einen Nebensatz was gesagt über den 10. Ach, da kommt auch noch eine Frage heute, war auch noch eine Frage über den 10. Pass auf, da schreibt er mir, ich hätte gesagt, das bringt Segen und das stimmt überhaupt nicht. Ich hätte angelogen, das ist gar nicht so. Er hat es probiert und es funktioniert nicht. Ich sage, wie oft hast du deinen Zehnten gegeben? Einmal. Das ist wie der Arzt, der Pillen gibt, 3-mal täglich, du wirfst eine ein und sagst, funktioniert nicht. Aber er hat gesagt, 3-mal täglich und das 14 Tage lang. Ja? Und nur der Unterschied ist hier nicht 14 Tage, sondern das ist dein Programm, das ist der Lebensstil im Reich Gottes von jetzt an, bis Jesus wiederkommt. Diesen Kurs wählst du, den schlägst du ein und dann überwachst du dein Leben und guckst, tue ich wirklich das, was ich mir vorgenommen habe, stimmt mein praktisches Leben mit diesem Programm wirklich überein? Und dann wirst du sehen, wie Veränderungen kommen in deinem Leben. Nicht von einer Woche die nächste, aber schon nach einem halben Jahr wirst du spürbare Veränderungen sehen. Natürlich nach 2 Jahren mehr, ja, aber du wirst sehen, das funktioniert. Das ist nicht irgendwas, was ein Mensch sich ausgedacht hat. Das ist die biblische Wahrheit. Das ist der Lebensstil des Reiches Gottes. Ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit macht frei von jedem Mistzeug, was der Teufel in unser Leben geworfen hat. Was auch immer es sein möge. Amen, Amen, Amen. Amen.